Hi und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Pearl. Letzte Folge sind wir hier stehen geblieben und haben das Emotions-Pokémon Hass gefangen. Und heute... Oh, was ist denn hier los? Den Seeschützen. Es ist gut zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die man bewundern kann. Ich glaube, sein Name war Cyrus. Uns wurde beauftragt, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wie sie das? Ich weiß es nicht genau. Aber wahrscheinlich, um den See zu schützen. Wundersaat. Okay. Akzeptieren wir so, wie es ist. Wir starten weiter rein. Ach, war das nicht die, die den Schlüssel verlegt hat? Was soll ich da tun? Ich habe tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Naja, wenn ich dafür den Schlüssel zu deinem Doppel-D kriege. Oh, hell no. Stopp, stopp, stopp. Ja, ich meine dich. In so einem Weg ist, das ist am Ende dieser Straße, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Warum du nicht durch kannst, weiß ich auch nicht. 7-Sterne-Restaurant. 7 Sterne. Ich schwimme lieber in meinem Swimmingpool als im Meer. Das Meerwasser schmeckt so salzig wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Ich wollte immer als Kind da in diesem Pool schwimmen. Schon immer. Hi. Ciao, ich bin der Game Director. Du arbeitest daran, dein Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du viele Pokémon treffen wirst. Ja, juckt mich nicht. Alter, für die Villa ist das Haus echt schlecht eingerichtet, Kollege. Hier geht's echt tief runter, Digga. Irgendwann, Sonnenuntergang, stehst du hier mit deiner Frau. Aber der keinen Bock mehr auf sie hast, schubst du sie einfach runter. Ein Indigo-Stück. Ah, huch, nicht vorspulen. Ich wollte auch immer in das Haus da hinten. Ich meine, da kann man hin, aber nicht so einfach. Oh ne, da steht ein Clown. Okay. Da war Bullshit drin, er juckt mich also überhaupt nicht. Sieh mir in die Augen, ich werde deine Zukunft darin lesen. Ein kurzer Moment der Freude, aber vergiss nicht, Freude und Leid liegen dicht beieinander. Spielt sie gerade auf meine letzte Beziehung an? Aber es wäre in meiner Vergangenheit gewesen. Oh wirklich, du bist ein Reisender. Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal etwas von dem Zinnturm in der Region Johto gehört? Der regenbogenfarbene, das regenbogenfarbene Pokémon. Ich möchte einmal in meinem Leben sehen, ja. Ja. Nee. Mm-mm. Guten Tag, möchten Sie übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Das tut mir leid für Sie. Sie sind komplett ausgebucht. Hä? Und wo sind die Gästezimmer? The fuck, wir können ja ausgebucht sein. Ihr habt nicht mal Zimmer. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann könnten wir unsere Flitterwochen verbringen. Also ich möchte nicht in diesem Laden da meine Flitterwochen verbringen, wo jeder Reisende einfach durchtrampelt. So. Nun, in unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der Wertegast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Oder Bon Appetit, ich weiß nicht, ob man das T am Ende mitspricht. Ich habe keinen Plan, ich mache nicht Französisch. Ich mache Latein-Leistungskurs. Wie schafft man es, Dinge, die in der Zukunft liegen, korrekt vorherzusagen? Hast du vielleicht noch doch die Gabe, in die Zukunft blicken zu können? Ich bin davon überzeugt, dass der besondere Sensoren oder so etwas besitzt.
Ich bilde mit ihm ein Team. Bist du sicher, dass du uns herausfordern willst? Ja. Dame, ich bin mir ziemlich sicher. Rich Girl. Oh, London. Developer London. Ah, super, da habe ich ja mal wieder die richtigen Kappalken rausgesucht. Kappa. Zur Not noch ein Funkensprung. Das war das falsche Pokémon. Aber das Onix stirbt sowieso. Aber selbst dann ist es die falsche Attacke. Scheiße, Mann, ich habe doppelt reingeschissen. Oh, fuck. Ja gut, gut, Noah carried mal wieder komplett durch. Mutti erhält wieder ganz viel XP. Ja, okay, das bisschen XP brauchen wir uns nicht geben. Das juckt überhaupt nicht. Alter, ihr habt so reingeschissen gegen uns. So was von Hardcore. Guckt euch an, wie ihr reingeschissen habt. Ihr habt so reingeschissen. Drei Pokémon, zwei Angriffe. Boom. Was sagt ihr dazu? Meine KD ist mehr als positiv. Sie ist so positiv, dass wenn man einen Graphen davon zeichnen würde, er einfach senkrecht verläuft. Kills Tode. Wenn es keine Vorhersage war, was? Ah, kommst du etwa aus der Zukunft? Lol. Könnte ich in deine Zukunft blicken, wäre ich der Schrecken der Börsen. Also eine Fähigkeit gibt es nicht. Oh lol. Das ist voller Geschmack. Es geht auf der Zunge. Wunderbarer Nachgeschmack. Weder süß noch sauer. Worte reichen nicht aus, den Genuss zu beschreiben. Es ist wirklich nicht einfach, ein Essen zu beschreiben, während man es aufisst. Aber ich kann jederzeit kämpfen, selbst wenn ich die Aufnahmen mache. Ich kann auch kämpfen, während ich Aufnahmen mache. Wir passen gut zusammen. Ich fühle diesen Kameramann. Er ist so swaggy unterwegs, ich liebe es. Preschooler Zoe. Lun. Ach ja. So, ihr beide kriegt einen Blubber ab und du kriegst noch einen Funkensprung ab. Perfekto. Au. Das geht sogar. Das geht sogar voll in Ordnung, der Damage. Natürlich, Traunmagie ist nicht down. Paula schreckt zurück, auch lächerlich. Als wenn meine Katze jemals zurückschrecken würde. So etwas tut sie nicht. Meine Katze kratzt und miaut. Miaut und beißt. Kratzt und beißt, so rum. Aber nur aus Liebe, also ohne Spaß, ne? Meine Katze, anscheinend habe ich sie angewohnt. Ihr beigebracht, dass wenn ich sie streiche, dass sie mich beißen und kratzen soll. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall tut sie es die ganze Zeit und es ist merkwürdig. By the way, ich würde meine Katze jetzt echt gerne in die Kamera halten, aber ich glaube, die ist gerade am Pennen und ich lasse sie einfach schlafen. So, das Ganze hier überspringen wir einfach mal, weil es ein XP, wäre ehrlich, das ist, trägt nichts bei. Oh, du ahnst der Trümmerer vorher. Falsch. So falsch. Nichts der Trümmerer. Sorry, Kitty. Das war eine beachtliche Vorführung. Ich hätte damit rechnen sollen. Ja, hättest du. Weißt du, was das Wichtigste ist, wenn man Reportagen für Gourmets macht?
ein Vokabular zu besitzen wie einem wie aus einem Synonymwörterbuch. Ja. Okay, wir halten uns fern von diesem Paar. Und von dem da hinten halten wir uns auch fern, wobei das hier unten noch merkwürdiger ist. Ihr solltet echt bei eurer Altersklasse bleiben, what the fuck? Hallo, der Herr. Ich möchte die Dame nicht belästigen. Lass uns auf viele glückliche gemeinsame Jahre anstoßen. Seit ich im Ruhestand bin, reise ich mit meiner Frau um die Welt. Wir sind immer auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Restaurant. Du scheinst den Kampf mit meinem Pokémon zu genießen. Mit deinem Pokémon zu genießen, nicht wahr? Ja. Lass kämpfen, Kollege. Strongman Max. Die Namen. Oh, Darkrai. Es ist wirklich Strongman Max. Strongman Max. Oh, hell no. Ich weiß, wer rausgeht aus meinem Team. Für diesen Kampf. Könnte Noah aber auch schon mit einem Angriff schaffen. Theoretisch. Okay. Jetzt die Frage. Ah, nee. Ja, trifft sehr effektiv, ja. Ich wollte gerade sagen, blockiert Stahl vielleicht Wasser, aber es war andersrum. Stahl ist nicht sehr effektiv auf Wasser, so rum war es, ne? Ja, Mutti, alle erhalten XP, ganz toll, Mutti erreicht nächstes Level. So, Palim. Und Strongman Max setzt Pion Scora ein. Krass. Ha. Eure Teamzusammensetzung gefällt mir irgendwie ein bisschen. Aber ein Pion Draghi wäre vielleicht cooler gewesen. Vier Pokémon, zwei Angriffe. Noch steiler kann meine KD nicht laufen. Und Miss Pizer hat einfach null Assist. Sie steht einfach nur die ganze Zeit daneben und denkt so. Ich würde auch gern mal angreifen. Sorry, Boys. Die Rechnung bitte. So jung und doch so stark. Äußerst beeindruckend. Oh, nein. Ich weiß, in welche Richtung das geht. Halten Sie sich fern von mir. Nun, so viel dazu. Genießen wir nun unsere Mahlzeit. Oh, ich habe denen das Essen verdorben. Oh, mein kleiner Schatz. Deine Mann. Oh. Es ist zum Glück die Mutter. Ich dachte schon. So stolz auf dich, dass du den Test so hervorragend bestanden hast. Darfst dir aussuchen, was du möchtest als deine Belohnung. Stell dir vor, mein Junge ist nicht nur Klassenbester, sondern auch ein Wunderkind, was Pokémon angeht. Möchtest du uns nicht herausfordern, dich selbst davon zu überzeugen? Oh ja, bitte. Oh, ich möchte ihn besiegen. Danach darf er sich nichts aus. Danach darf ich aussuchen, was er kriegt. Arthur Joe, Gott Daniel. Gott Daniel und Arthur Joe. Oh, Bruder, herrlich. Oh mein Gott, die Namen sind köstlich. Da fällt mir selbst nichts Besseres ein. Oh, danke Noah, dass du den Angriff verkackt hast. Geil. Arthur, Joe und Gott Danny. Ah, geil. Oh, komm, lass doch mal Paul in Ruhe.
Scheiße, jetzt sieht man, wie das dahinter aussieht. Nee, schnell wieder an. Alter, der Bastard. Und das alles nur, weil Noah reingeschissen hat. Na gut. Das war's mit Paula. Paula ist raus aus dem Team. Arthur, Joe, Gott, Daniel, ich hasse euch, aber eure Namen sind trotzdem geil. Piesel aktiviert sich. Ich komme auf die Namen nicht klar. Fucking Gott, Daniel und Arthur Joe. Das sind so die klassischen Namen irgendwie. Hört sich ein bisschen an, wie Cowboys. This is my friend Arthur Joe. And this is my buddy God Daniel. We are best friends, you know. Oh Gott, ich hasse Cowboys. Ich hasse Cowboys so hardcore. Alles in Ordnung? Keine Verletzungen? Und nun es triggert mich, dass diese Ansprache über Toast heißt. Warum heißt das Toast? Auf meinen ganzen Stolz, mein Timo, du meinst Arthur Joe, wie er die besten Noten in der Klassenarbeit schrieb. Ich hasse dich so sehr. Und was ist das hier für ein weirdes Gespann? Ich glaube, ich spreche die Dame an. Ich muss diesen vorzüglichen Speise langsam und mit Appetit essen. Und nicht zu viel davon. Nein, jetzt möchte ich wissen, was er sagt. Ich möchte wissen, in welcher Beziehung ihr zueinander steht. Der Dude. Nein, lass doch bitte! Mann, Mama, warum passiert mir das? Was der schottische Dudelsackspieler dazu sagt. Kein Preis ist so hoch, wenn es um das Wohl meiner Gunst geht. Kunst geht. Sind die beiden jetzt ein Paar oder haben ein Date? Ich finde das sehr merkwürdig. Jedem das sein, aber... Altersunterschied von über 20 Jahren, nur allein von 10 Jahren finde ich schon weird. Wobei 10 Jahre... Ja, okay, aber 20 Jahre fühle ich nicht so. Oh Mann, Alter. Jetzt ist Paula raus, aber ich weiß schon, wen wir reinnehmen werden. Wir werden den guten Lars reinnehmen aus vorletzter Folge. Das ist eine gute Idee. Und ich sehe auch schon, die Folge ist bald wieder vorbei. Alter, 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 die Zeit vergeht. Alter, ich habe angefangen, da war es 11 Uhr irgendwas. Jetzt ist es bald 13 Uhr in 4 Minuten. Holy shit. Ah, es sind Fotograf und Model. Meine Vorspeise ist kalt geworden. Die Vorspeise ist wirklich nicht kalt geworden. Man serviert sie übrigens kalt. Mies.
Nee, pass auf. Wir fahren zurück, Poké Center. Oh nee, da muss ich diesen dämlichen Weg da oben nehmen. Hab ich gar keinen Bock drauf. Wir radeln in die nächste Stadt. Das ist ja auch bald. Ich fühle dieses Hotel überhaupt nicht. Hotel Prachtsee. Nee. Metronom, okay. Alter, dass Paula down ist, das fuckt mich tierisch ab. Gibt's hier irgendwas? Ne, okay, dann ziehen wir der kleinen Göre da hinten das Taschengeld ab. Hehe, er kann auch kämpfen. Das erwarte ich auch von dir. Ein bisschen Kleingeld hätte ich gern von dir. Oh, das ist sogar der Original Sprite. Okay. Ein sehr starken Pokémon, was unglaublich gut zu dir passt. Ein knuddeliges Pokémon. Rosa. Das klischeehafteste vom klischeehaften. Niedergemacht von einem Insekt und es hat Flammenkörper. Komm, hier ist eine Ratte. Da meine ich sowohl das Kind als auch das Pokémon. Sie ist auch noch hungrig, na ganz toll. Kannst du eigentlich was von meinem gegarten Käfer abhaben? Ist er nicht schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Oh ja, schöne Farbe. Schön blau. Ich mag blau. Blau ist nämlich eine schöne Farbe. Aber ich mag, dass es dunkel. Obwohl doch, ist ein schönes Blau. Yikes. Zum Glück ist es nur Level 19. Das ist echt niedrig, aber. Yikes! Oh Gott. Ich weiß nicht, wie stark die Angriffe sind. Das war sogar recht human. Das war okay. Ist ein gekonnter Blutsauger, der mir die Hälfte von dem, was ich verloren habe, wiedergibt. Damit ich dann wieder ein Stück verlieren kann. Und ich denke, Mutti ist mittlerweile auf einem passablen Level, würde ich sagen. So, wir rechnen uns jetzt bei Starmie für Sterndu, welches Paula genommen hat. Nein, nicht Aquaknarre! Oh, das ist so ein starker Angriff anscheinend. Der ist hochgelevelt. Hoch skaliert. Gar keinen Bock drauf. Böse den Damage. Ich hab nicht geguckt, was reinkommt, aber ich tausche jetzt sowieso aus. Ach stimmt, ich kann auch bei dem Vogel da im Hotel mein Pokémon heilen, ne? Oh Mann. Ich bin wirklich ein Popel. Ich bin Mutti. Was wackelt der so dolle? What the fuck? Wie er geklatscht hat. Oh, schön. Einfach schön. Da wurde zweimal von mir getreten. Und mit zweimal meine ich viermal insgesamt. Ich trete quasi Beifall. Ach ja. So. Kleinkinder das Taschengeld abgenommen. Check. Abonnieren, nicht vergessen. Und liken. Check. Man sieht sich.